Die Ara dieses Jahr für uns, ich glaube, das haben sie auch gespürt, was ganz Besonderes. Also es war der ID3, genau, das war ein großer Moment für uns. Aber natürlich auch war es ein komplett neuer Markenauftritt. Wir haben im Grunde die Marke neu erfunden. Das neue Logo, was wir auch schon hier am Fahrzeug sehen, für uns auch ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft. Und im Grunde das Fahrzeug, ja, ich meine, es spricht für sich. Ich habe trotzdem mal mitgebracht einiges an Pressefeedback. Ich will jetzt gar nicht auf jedes einzelne Pressefeedback hier eingehen, aber man sieht ganz gut, das Auto kam richtig gut an. Und wir haben uns das Ganze auch nochmal in den Messungen angeguckt. Also was wir jetzt hier beispielsweise mal sehen, sind so interne Media-Messwerte, die wir bei uns haben. Und der ID3, das war das Fahrzeug, was am meisten aufgefallen ist, was bei den Kunden am meisten auch wahrgenommen wurde, sehr positiv. Von daher sind wir da sehr stolz drauf und ich glaube, Ihnen hat das Auto auch ganz besonders gut gefallen und von daher ist es sicherlich der richtige Schritt, jetzt genau da weiterzumachen. Dann hatten wir vor knapp einem Monat jetzt, November, der 4., darum steht es sogar, auch ein wichtiges Event, auch für den Standort ganz wichtig, Zwickau, unser erstes Elektromobilitätswerk, rein elektrisch. Und im Grunde wissen wir, wie es weitergeht. Es wird voll werden mit Elektrofahrzeugen, nicht nur der ID3 wird dort gebaut werden. Was das Ganze CO2-seitig bedeutet, wie wir uns das vorstellen, haben wir eben oben schon gehört. Also von daher, wichtiger großer Meilenstein. Und der nächste im ganzen Bund ist eigentlich im Grunde heute der Tag. Weil wir sind super glücklich, mit Ihnen nochmal in den Dialog gehen zu können. Auch nochmal so die auf der Zielgeraden, hier nochmal vielleicht die eine oder andere Sache noch mitzunehmen, auch ein Feedback von Ihnen. Und von daher, wie gesagt, sind wir jetzt erstmal heute bei diesem Event und wollen mit Ihnen hinter die Kulissen schauen. Also ich habe noch mal ein paar Sachen mitgebracht, die so vielleicht auch Sie noch nicht gesehen haben, auch nicht in der Presse waren. Eine ganz besondere Sache ist das hier. das ist im Grunde Oktober 2015. Ich durfte sogar mit dabei sein, also das hat unser Entwicklungsforscher, Herr Dr. Welch, gezeichnet. Und wenn Sie jetzt einfach mal so ganz kurz die Blicke schweifen lassen, was für Schlagwörter da draufstehen, all das, was da draufsteht von der Vision 2015, ist eigentlich so auch eingetroffen. Also es war echt Wahnsinn. Und ich habe es jetzt die Tage das erste Mal gesehen, die Skizze, muss ich ehrlich gestehen. So in der Form. Und die hängt jetzt bei uns auch oben bei Herrn Dr. Dies auf dem Gang. Und ich glaube, das ganze Team ist sehr stolz darauf. Und man sieht auch hier schon, das Thema Kilometer haben wir eingehalten, die effiziente Integration der Batterie, im Grunde der lange Radstand. Also wirklich groß gedacht, sehr früh. Und im Grunde war das so der Startpunkt. Ja. Und dann ging es weiter. Was war so unsere Ursprungsidee? Das ist eigentlich nur eine Tafel Schokolade, die man wie so von zu Hause kennt, wo man die Brackets leicht einzeln rausbrechen kann. Und so haben wir uns das auch vorgestellt. Also egal, welche Reichweite der Kunde möchte, der Kunde kann wählen, ne? Also skalierbar sein. Und genauso geht das Ganze auch los. Das ist unsere Batterie im Zentrum. Und wir haben dann sukzessive im Grunde uns das Fahrzeug so vorgestellt, mit diversen Kundenvorteilen natürlich gleich gedacht, wo man dann sehen kann, alles klar, der Radstand wird länger. Wir sind hier bei knapp 2,70 Meter, also ist schon enorm. Die Batterie ist dementsprechend in der Größe skalierbar. Wir haben sehr große Räder, was das Design sehr freut natürlich. Das braucht das Auto auch, weil es leicht höher aufbaut. Man sieht es hier mit den 20 Zoll Felgen. Wirkt super, ist ähnlich wie im Showcar, da hat man auch diese sehr großen Räder ja gehabt. Braucht, wie gesagt, das Auto von den Proportionen kein Mitteltunnel. Ich glaube, das wissen Sie alle. E-Auto braucht es nicht mehr, so gesehen. Ja, von daher haben wir hier sehr viel Platz für den Kunden geschaffen. Das werden Sie gleich erleben, wenn Sie im Fahrzeug sitzen. Ich habe es heute Mittag auch schon gemacht. Im Grunde eine ganz neue Raumausnutzung. Und wir haben natürlich auch den Raum anders genutzt. Wir haben uns sehr viel einfallen lassen. Das schauen wir uns nachher gemeinsam nochmal an. Neues Antriebskonzept, heute schon gefahren. Ich habe eben heute schon mal zu dem einen oder anderen Kollegen gesagt, wir sind ein Team mit Mannstärke von 40. Die Hälfte ist das Auto noch nicht gefahren. Also von daher erstmal richtig cool, ja. Dass sie das heute machen konnten. Ja, genau. Das muss mal der Pre-Booker sein, ne? Genau. Genau, nein. Bitte? Nochmal bitte? Ja, natürlich, aber so viele Autos haben wir noch gar nicht. Also das heißt, es geht jetzt quasi richtig los und natürlich, einige sind schon gefahren. Wir werden jetzt auch gucken, dass alle Kollegen natürlich auch die Möglichkeit haben. Zentrale Computereinheit, warum steht das da? Wir wollen natürlich, dass die Fahrzeuge zukünftig updatefähig sind über den Lifecycle. Das haben wir jetzt einige Male gehört. Das heißt natürlich auch, dass die Architektur möglichst simpel sein muss. Ne? Dass wir nicht viele Steuergeräte haben müssen, die sich eigenständig geupdatet werden müssen, sondern zu sagen, okay, möglichst wenig Varianz, das ist dementsprechend auch noch handelbar und man kann die Updates auch fahren. Mehr Raum für Passagiere, ich glaube, das haben Sie heute auch gespürt. Ne? Die Gruppe heute Morgen vor Ihnen hat es noch nicht die Möglichkeit, Sie jetzt schon. Dashboard ist weiter nach vorne gewandert, dadurch natürlich deutlich mehr Freiheit in den Raum. Und das Ganze mündet natürlich dann in der Strategie, dass wir voll skalierbar sind. Wir haben hier im Grunde die Möglichkeit, jeden Hut auf der Plattform zu realisieren. Und ich glaube, wie Silke heute Morgen oder jetzt heute Mittag auch schon zu Ihnen gesagt hat,
wir denken da ganz groß. Also wir kommen wirklich von den großen Segmenten und schauen uns an, was funktioniert heute gut, was wollen die Kunden. Dann sieht man es natürlich auch, Golf, Tiguan, Passat, Charan, das sind so die großen Segmente weltweit. Und in jedes dieser Segmente sind wir jetzt auch in der Lage, auch ein Elektrofahrzeug dementsprechend hineinzusetzen. Das ist eigentlich eine, auch die große Strategie, das breite Bild, nochmal was über dem ID3 steht. Schauen wir nochmal rein, wie sind wir eigentlich vorgegangen? Das ist unsere sogenannte MEB-DNA, unsere DNA für jedes Fahrzeug. Das Ziel war hier, im Grunde zu sagen, jedes Fahrzeug, was wir definieren, hat diese Eigenschaften. Wenn wir mal von unten hochgehen, wir sehen da Bezahlbarkeit, hohe Reichweiten, da haben wir gar nicht lange drüber gesprochen. Das war für uns Hygienefaktor. Wir haben gesagt, wenn die Fahrzeuge in der Stückzahl erfolgreich sein wollen, dann müssen wir natürlich diese Themen im Griff haben. Deswegen, da unten ist es relativ klein geschrieben, sind wichtige Faktoren, aber haben wir natürlich gelöst. Und das, was da oben drauf kommt, das begeistert dann nochmal zusätzlich. Also wenn ich mal von links nach rechts gehe, Iconic Design, ich glaube, man sieht es ganz gut. Das Fahrzeug hat im Grunde eine neue Art von Proportion hier, den kurzen Überhängen mit dem langen Radstand. Das Design sehr gute Arbeit gemacht. Dann die größeren Dimensionen im Innenraum, sicherlich auch noch ein wichtiger Faktor, habe ich gerade eben schon mal kurz angedeutet. Infinite Drive, die Skalierbarkeit und natürlich Intuitive Device. Das heißt, dass wir werden nachher noch sehen, was das Fahrzeug alles möglich macht, wie es interagiert mit Ihnen. Schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Das Bild haben Sie auch schon gesehen. Ja, für uns ein ganz wichtiges Bild, auch schon 4 Jahre alt übrigens, war unsere Vision gleich, zu sagen, okay, wenn was wir jetzt hier machen, das ist was Großes. Ja? Das reiht sich ein neben unseren Ikonen. Und jetzt gucken wir mal genau in den ID3 rein. So, das ist unser Fahrzeugaufbau, technologisch gesehen. Ich gar nicht zu lange darauf eingehen, können sich nachher auch nochmal im Detail anschauen. Hier nochmal, wo sind welche Bauteile verortet. Nochmal wichtig, Ladedose, Ladeposition hinten rechts, AC-DC. Wichtig, Antrieb auf der Hinterachse, wissen Sie auch. Zukünftige Fahrzeuge werden wir natürlich auf der Vorderachse einen Allradantrieb realisieren können, wird auch kommen, gerade bei den größeren Modellen. Im Grunde das effiziente Package mit der Hochvoltbatterie hier nochmal in einem transparenten Bild dargestellt. Was heißt das für den Kunden? Skalierbare Reichweiten, das haben Sie schon mitbekommen. Hier sehen Sie die Reichweiten nochmal, 45 Kilowattstunden im Einstieg, dann 58 und dann nach oben 77. Das sind alles Nettowerte. Und die First Edition, das wissen Sie auch schon ganz gut, hat die 48 Kilowattstunden Batterie mit drin, mit den 420 Kilometern nach WLTP. Und die Eckdaten, was heißt das eigentlich für die Batterie? Ich meine, das ist das Herzstück des Elektrofahrzeugs, ganz klar. Ist natürlich auch im Autoleben ausgelegt, brauchen wir nicht lange darüber zu sprechen. Aber trotz allem, was wichtig ist, 8 Jahre Garantie oder 160.000 Kilometer, was zuerst eintrifft. Ganz wichtig, ganz klares Commitment. Und auch hier unten schließt sich der Kreis zu der Präsentation von Herrn Tobias Reuß von oben. Die angestrebte Recyclingquote ist sehr hoch. Ja? Also das heißt, wir denken dann wirklich dann auch an die Zweitverwendung. Ne? Stationärer Speicher beispielsweise kann eine Lösung sein, aber natürlich auch, wenn es dann in Recycle-Anteile geht, dass man da eine klare Lösung für hat. Mal nochmal durch. So, jetzt sehen Sie hier ein interessantes Video, das den Golf 7 zeigt und die Elektrovorteile des ID3s und der Plattform nochmal ganz interessant widerspiegelt. Ist auch schon ein paar Tage alt, aber immer noch aktueller denn je. Man sieht hier ganz gut, wie die Übergänge eingekürzt werden, die Batterie zwischen den Achsen effizient eingelassen ist, die größeren Räder realisierbar sind und das Ganze natürlich, das wissen Sie auch schon, hat im Grunde die gleichen Außenabmessungen wie ein Golf, aber ist deutlich effizienter vom Package. Also wirklich ein sehr interessanter Aufbau. Was heißt das konkret in den Dimensionen? Außenlänge 4,20 Meter oder knapp 4,30 Meter, langer Radstand. Hier oben sehen wir nochmal die Fahrzeugbreite, die ist auch schon bekannt. Das Datenblatt haben Sie schon gesehen, auch auf der IAA. Und den Wendekreis, den konnten Sie heute schon spüren. Ne? Also, dass wir hier wirklich einen Wendekreis haben für das urbane Umfeld, was im Grunde auf dem Niveau eines Apps ist, entspricht der Wahrheit, haben Sie heute getestet, ist wirklich ein genial umgesetzt von unseren Fahrwerkskollegen. Kofferraum natürlich auch auf dem Niveau des Golfs, ja, haben wir auch voll, komplett ausgeschöpft, sogar ein paar Liter mehr. Und jetzt schauen wir nochmal rein, das Fahrzeug, wie fährt es auf der Straße und dann gucken wir uns mal die genauen Highlights des ID3s im Anschluss an. Und haben im Grunde gesagt, alles klar, für uns gibt es ganz klare, feste Handlungsfelder, die wollen wir erfüllen. Ne? Und Persönlichkeit bei dem Fahrzeug war uns ausgesprochen wichtig und wenn man sich das Ganze jetzt anschaut hier mit dem Augendesign, ja, was wir beim ID3 haben, Sie kommen aufs Fahrzeug zu, Sie nähern sich, es erkennt Sie, es leuchtet Ihnen quasi den Weg aus und das jetzt schon mal so ein bisschen weitergesponnen, wo geht das Ganze hin? Irgendwann mal am Zebrastreifen, das Fahrzeug erkennt den werden und verleiht dem Auto nicht nur in der Front ein persönliches Gesicht, sondern hat halt auch eine klare Usability dahinter und eine klare Geschichte. Und jetzt fangen wir erstmal an mit einem, sag mal, Coming Home, Leaving Home Szenario 3.0. Ja, das hilft dem Kunden erstmal. Und dann im zweiten Schritt gehen wir dann weiter und haben dann weitere Technik in der Front.
Dann haben wir hier oben ID-Persönlichkeit, ID-Light, Hallo-ID, zwei ganz zentrale Features. Im Grunde sagen wir, der Kunde hat eine gänzlich neue Interaktion, das ID-Light hat der eine oder andere schon testen können. Es ist ein Lichtband, das sitzt hier vorne auf der Hütze, und der Knight Rider kennt, ich glaube, ist dem einen oder anderen bekannt. Das war so unser Ziel bei der ganzen Sache. Ich muss mal einen Chart zurückgehen, ist zu früh gesprungen. Wir haben uns angeschaut, wie interagiert denn eigentlich David Hasselhoff mit seinem Auto. Ne? Und das war so schon so zukunftsweisend, ja? Wenn man 20, 30 Jahre zurückschaut, das Auto stellt sich proaktiv auf den Fahrer ein. Also dem Auto können Sie sagen, Hello ID, machen Sie mir bitte die Füße wärmer, oder spielen Sie mir den Song von Alicia Keys, dann macht das proaktiv dann dementsprechend. Ne? Und das Lichtband gibt Ihnen quasi die direkte Rückmeldung, und ziemlich cool. Also die beiden Features harmonieren wunderbar zusammen da oben. Und natürlich auch das Fahrverhalten, also das Augmented Reality Head-Up Display, war heute noch nicht möglich zu testen, werden wir aber gleich gemeinsam sehen. Wir haben einmal einen Demonstrator hier, A, und B, auch im Auto ist es gleich erlebbar. Die Frage hatte ich eben schon aus dem Publikum, ob das möglich ist, ja. Wir glauben nämlich, dass zukünftige Fahrzeugentwicklung dahin geht, dass man im Grunde gleich in die Windschutzscheibe schaut und da alle fahrrelevanten Informationen angezeigt bekommt, und die werden auch mehr und die werden sich auch da rein verlagern. Und das ist der erste Schritt in die Richtung. Und das Besondere beim ID.3 ist, das wird das einzige Fahrzeug sein in der Klasse, das es anbieten kann, weil dieser Bauraum, der dafür notwendig ist, das Augmented Reality Head-Up Display liegt bei 15 Liter. Und das passt natürlich zu der Geschichte, die ich eben am Anfang hatte. Wir haben vorne mehr Platz und bauen es dann dort rein. Tierfreie Materialitäten. Wir steigen komplett aus dem Leder aus bei der ID-Familie. Das ist ein ganz klares Commitment, das schließt sich auch zur Story mit der CO2 und der Nachhaltigkeit von oben. Das heißt nicht, dass wir hier Fahrzeuge haben, die nachher nicht mehr Premium-Anspruch haben oder auch keine Wertigkeit in den Sitzen. Ganz im Gegenteil. Wir haben interessante Materialitäten da entdeckt für uns, die wir auch einsetzen werden, sukzessive immer weiterentwickeln. Und das Leder, wenn lederfreie Sitze, dann das ganze Angebot in der ID-Familie sein. Hier fangen wir schon an. So, geht in die Richtung, genau. Schauen wir mal gemeinsam aufs ID-Light. Hier sieht man schon mal ein paar Möglichkeiten, ja, die das Fahrzeug bietet. Na? So. Erstmal, wenn man einsteigt, quasi ready to drive, Fahrbereitschaft hergestellt, können wir uns gleich am Fahrzeug auch nochmal anschauen. Dann zum Beispiel eingehender Anruf, direktes Signal an den Kunden. Dann, ich habe den Sprachassistenten aktiviert, wird angezeigt, und auch wenn der Beifahrer sich meldet, erkennt er es. Also das Band ist wirklich intelligent und ist dann dementsprechend auf der richtigen Seite auch aktiv. Auch die Partnerin oder der Partner kann dementsprechend ein Signal geben. Navigation wird komplett intuitiv. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren mit dem Augmented Reality Head-Up Display, schauen nur noch in die Windschutzscheibe, und intuitiv bekommen Sie noch mit dem Smart Light das Signal, Sie möchten rechts abbiegen. Ladestatus sehen wir uns gleich auch nochmal im Auto an. Das heißt, Sie stehen draußen am Auto und können gleich sehen, okay, das Auto lädt, der Stecker ist gesteckt, und wie voll ist das Auto. Können Sie alles am Smart Light sehen. So, kommen wir nochmal zum Exterior Design. Erstmal die Front des Fahrzeugs, können Sie von da aus viel besser sehen als auf dem Bild. Was würden unsere Designer jetzt sagen? Also erstmal sehr, sehr geschlossene Front, ich glaube, das ist relativ klar. Ne? Von der Aerodynamik und den CW-Werte, das Fahrzeug erreichen muss, ist das ein ganz klares Muss. Ja, natürlich immer noch einen Lufteinlass, weil wir immer noch Kühlung benötigen. Aber grundsätzlich ging es darum zu sagen, okay, wir haben jetzt hier versucht, ein sehr monolithisches und sehr puristisches Design hier auf die Beine zu stellen, das zukunftsweisend ist, was aber immer noch ein Stück weit Volkswagen ist und nicht zu weit springt. Ich glaube, es ist den Designern auch sehr gut gelungen. Es ist sehr viel Freundlichkeit in der Front. Das ist etwas, was vielleicht in der Vergangenheit immer auch zu Technologie zu kalt war bei uns. Das ist hier so ein bisschen stärker mit reingekommen, aber es ist ein guter Mix. Es ist immer noch anschlussfähig. Es ist ein sehr interessantes Design. Und wenn wir mal mit dem Blick in die Seite wandern, dann kommen natürlich erstmal die Felgen zum Vorschein. Hier 20 Zoll Felgen dargestellt mit den First Max Felgen. Und wenn wir dann schauen, das V-Color-Paket, das läuft an der Dachrahmenlinie vorbei, auch ab der First Plus und ab First Max verbaut, erhältlich, mündet dann in der sogenannten C-Säulenblende. Das ist auch ein ikonhaftes Merkmal der ID-Familie, wird jedes Fahrzeug zukünftig so haben. Und dann, wenn wir natürlich nach hinten, das können Sie jetzt schlecht sehen, deswegen schauen Sie nochmal hierher, weiterschauen, spiegelt sich auch das wieder, was Sie alles aus dem Showcar kennen. Ne? Also das ist wirklich das Design mit der schwarzen Heckklappe, mit dem schwarzen Dach, mit der schwarzen Hutze, die weitergeführt ist, quasi wie Sie es aus dem Showcar kennen. Und auch die Felgen, die hier drauf sind, sind im Grunde auch vom Showcar inspiriert. Also wenn man jetzt
in der Vergangenheit mal schaut, wie hat Volkswagen Showcars gemacht, ist das wirklich eine Interpretation, die sehr, sehr nah dran ist an dem, was wir in Paris 2016 gezeigt haben. Also wirklich große Klasse und Lob ans Design. Interieur. Hier sehen wir erstmal, dass es ein sehr aufgeräumtes Interieur ist. Es ist sehr, sehr puristisch gehalten, sehr flächig und sehr viel mit Licht gearbeitet. Das sehen wir gleich auch noch mal im Fahrzeug. Hier sind auch so die sogenannten Moods schon angedeutet. Das heißt, sie sind wirklich in der Lage, täglich das Auto anders auf sich wirken zu lassen. Das schauen wir uns gleich im Auto an, ist sehr interessant. 10 Zoll Display, 100% in den Fahrzeugen verbaut. Das iID hier auf dem Lenkstock hilft immer noch für einige Fahrinformationen, gerade bei Fahrerassistenzsystemen. Aber natürlich soll das Ganze dann stärker an die Windschutzscheibe verlagert werden. Aber wir haben gleich die Möglichkeit, uns ins Auto zu setzen. Die Sitze, das sind jetzt die Komfort- und Designsitze. Die Komfortsitze in der Max, die Designsitze in der Plus. In der Max haben wir dann dementsprechend die elektronischen Umfänge schon mit dabei und die Massageumfänge. Und in der Plus haben wir dementsprechend dann das gleiche Design, aber als Designsitz mit drin. Natürlich auch alles tierfrei. So, dann schauen wir mal in die Ausstattung. Das Booklet, wer hat das Booklet schon gesehen? Einer nickt, zwei haben es schon, genau. Gucken wir trotzdem nochmal rein, die Mehrheit dann doch neu. Das ist die First. Was ist an der First besonders? Natürlich das Thema Design. Wir haben einige Umfänge wie die C-Säulenblende oder beziehungsweise die C-Säulenbeklebung. Die wird es so nur in der First geben. Ja, genauso wie den Flitzer auf der Seite mit dem First Badge. Den haben wir auch in der Lenkradspange. Dann zieht sich das weiter, dass wir dementsprechend Außenspiegelkappen in Silber gehalten haben und natürlich dann auch unsere Play-and-Pause-Pedale. Und wir werden auch noch eine Plakette im Interieur haben. Die haben wir jetzt hier noch nicht verbaut. Das wird dementsprechend auch noch im Fahrzeug Einzug gehalten. Also sehr, sehr exklusive Umfänge für die First vom Design, von der Designperspektive. Aber auch hier trotz allem nochmal aufgezählt, das Fahrzeug fährt 2 Sekunden schneller. Also es wird mit der hohen Beschleunigung dann erhältlich sein. 150 kW, 204 PS. So, und dann haben wir natürlich das Thema mit dem kostenfreien Laden mit dabei. Das wissen Sie selber, 2000 Kilowattstunden oder ein Jahr. Ne? Und dann dementsprechend nochmal das schnelle Ladesystem auch direkt mit verankert. Das ist die Basisausstattung des ID3s. Können Sie gerne auch noch mal kurz erstmal ein Foto von machen. Das hat jeder ID3. Nicht nur die First, sondern jeder ID3 ist damit ausgestattet. Im Grunde kann man sagen, dass hier sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass das Fahrzeug gleich sehr digital ausgelegt ist, A, und B, natürlich maximale Sicherheit beinhaltet. Dann, das sind die Wahlmöglichkeiten bei der First Edition. Ne, ich habe ja auch schon mit einigen von Ihnen gesprochen, die Farben sind teilweise schon ausgewählt. Hier haben wir die 4 Farben nochmal aufgeführt. Die Felgen sind gleich an die richtigen Linien quasi dann verankert. Die 18 Zoll Felge in der First, ne, mit der East Derry. Dann die Andoya ist in der First Plus mit dabei. Und in der First Max dann die vom Showcar angelehnten Sanya Felge. Interieur, Wahlmöglichkeit ist ganz einfach. Wahlmöglichkeit ist ein Plus. Ja, im Plus hat man die Möglichkeit zwischen 3 verschiedenen Interieurs auch die weißen Umfänge mit dazu zu bestellen. Trotzdem nochmal wichtiger Hinweis, hier oben die Sitze, ne? Da bin ich eben schon mal kurz drauf eingegangen. In der First haben Sie den Basissitz. Basis ist eigentlich gar nicht unbedingt so das richtige Wort dafür, weil es wirklich ein schöner Sitz ist, in so einem rauten Karo-Design. Und dann haben wir dementsprechend dann wirklich noch die Plus und die Max mit dem Design-Komfortsitz und rechts dann dementsprechend mit der Funktionalität. So, dann gucken wir uns mal die First an, die Highlights. Die Felge, habe ich schon gesagt, 18 Zoll, Aluminium. Dann haben wir natürlich das Navigationssystem zu 100% hier mit dabei, auch für Multi-Stop-Routenplanung. Und natürlich die Sicherheitssysteme, die Distanzregelung, ACC etc., was Sie schon soweit alles kennen. Springe ich weiter. Plus and Max. Wir lassen das gleich auch nochmal durchlaufen, dann können Sie auch nochmal ganz in Ruhe sich Sachen anschauen, aber auch gerne jetzt Fotos machen. In der Plus, Highlights, da bekommen Sie Ihren Augenscheinwerfer. In der Plus. Dann haben wir die LED-Rückleuchten, die auch konfigurierbar sind. Also die haben unterschiedliche Lichtfunktionen hinten. Ist auch natürlich in der Plus erhältlich. Dann haben wir die 19-Zoll-Felge Andoya. Und wir haben das Exterior-Style-Paket. Also wirklich dieses V-Color-Paket, was ich eben schon erwähnt habe, mit der silbernen Dachrahmenleiste und mit der Zielsäulenbeklebung. Und dann die First Max. Auf der rechten hat er nochmal 3, 4 Sachen gehighlightet hier. Klar, das Augmented Reality Head-Up-Display kommt damit. Das große Panoramadach, müssen Sie sich gleich auch nochmal im Fahrzeug anschauen. Und natürlich dann dementsprechend auch nochmal die Sanya-Felgen, die ich eben schon erwähnt habe. Wärmepumpe nicht zu vergessen. So, jetzt ist der Schlüssel drin. Das IRD ist ebenfalls angegangen hier vorne in der Sichtachse. Jetzt starten wir mal den ersten Demo-Modus. Erstmal das Welcome-Szenario. Ja? Drückt mal drauf und dann schauen Sie mal vorne auf die Hutze. Das Fahrzeug sagt Ihnen Hallo und wird dann dementsprechend auch gleich die Fahrbereitschaft dann signalisieren.
passiert, wenn Sie einsteigen. Und das ist auch klar, na, Sie können losfahren. Dann schauen wir uns mal an, einen Travel Assistant. Ja, den haben wir natürlich auch in der First Max mit dabei. Das Ganze ist jetzt natürlich für Sie ein bisschen schwieriger zu sehen. Das müssen Sie gleich nochmal anschauen. Wir bleiben nachher nochmal sitzen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit als heute Morgen. Dann kommt das Augmented Reality Head-Up Display nämlich hier live in Aktion. Man sieht es jetzt hier vor mir. Vielleicht, wenn Sie sich ein bisschen reinbiegen, dann sehen Sie das auch. Also vorne haben wir jetzt ganz klar in der Sichtachse die Fahrassistenzsysteme und natürlich auch die einzelnen Elemente, die wir uns nachher auch im Demonstrator anschauen können. Wie gesagt, vor uns auf die Straße, 15 Meter projiziert. So, dann gehen wir weiter. Incoming Call, also jetzt startet der Anruf. Ja, Frau Jones ruft jetzt hier an. Und ist sehr dezent gehalten, also nicht aufdringlich. Und dementsprechend kann dann der Anruf angenommen werden. Ich lehne ihn jetzt in dem Fall ab. Gehen wir mal weiter, nächsten Schritt. Navigation. Ja, jetzt sieht man hier oben, wie das Ganze mit dem Pfeil oben wischt, vorbeiwischt. Sagen wir nochmal. Okay. So, und dann noch das Goodbye-Szenario, also wenn man dementsprechend das Fahrzeug verlässt. Ja, dann sagt es Goodbye und wird dann dementsprechend noch einmal kurz rot. Die Signalfarbe rot ist ja sehr sparsam eingesetzt. Das Ganze passiert dann dementsprechend nur, wenn Sie das Fahrzeug verlassen, dann dementsprechend gezeigt bekommen, alles klar, jetzt ist das Fahrzeug auch wirklich dann abgeschaltet, Sie können das Fahrzeug verlassen. Oder dementsprechend in Warnsituationen, wenn Sie das Fahrzeug gerade einparken und dann wird das Ganze dann noch einmal zusätzlich neben der Sensorik durch das Smartlight unterstützt. So, das erstmal zu den einzelnen Modi. Jetzt schauen wir uns nochmal an das Thema Laden, das habe ich eben schon in der Präsentation gezeigt. Schauen wir uns mal an, vorne der Ladestatus. Ich glaube, Herrschaften, die rechts stehen vom Fahrzeug, sehen das auch von außen. Das ist das, was ich eben angekündigt habe. Ist sehr, sehr smart umgesetzt. Also Sie sehen ganz klar, ob das Kabel gesteckt ist und natürlich auch, wie voll das Ganze dann auch gerade geladen ist. Und dann dementsprechend wird es dann sukzessive immer voller. Ja? Gut, dann wechsle ich noch einmal hier in das klassische Menü. Das ist das klassische Menü des Fahrzeugs. Was Sie hier sehen können, ist im Grunde dann eine vierfache Aufteilung. Sie können sie dann individuell konfigurieren und haben dann dementsprechend auch so kleine Widgets da oben in der Ecke, was man auch was schon bekannt ist von den Smartphones. Und können es dementsprechend dann so handhaben, wie Sie das möchten. Dann gehen Sie hier oben ins Menü und haben dann weitere Einstellmöglichkeiten, diverse. Und ich mache hier mal ein Beispiel zum Ambientelicht hier oben. Ich hatte eben was von den sogenannten Moods erläutert. Da haben Sie die Möglichkeit, diese einzustellen. Im Grunde mit unserem UX-Design dann ausgearbeitet, je nach Gefälligkeit, wie es an Ihrem Tag geht, wie die Laune ist, haben Sie die Möglichkeit, hier die einzelnen Moods zu wechseln. Dann ändert sich das Ambientelicht. Das Licht ist hier sehr hell, aber wenn es ein bisschen dunkler ist, sieht man es sehr gut. Dann in der I-Tafel, in den Seiten etc. Und das ist dann dementsprechend eine sehr interessante Szenierung. So, dann nochmal raus. Eine interessante Darstellung nochmal zu dem Assistenten. Ich wechsle einmal in den Assistentenmodus. Hier sehen Sie beispielsweise, wie der Travel Assist eingeschaltet ist. Sehr einfach gehalten, also wirklich sehr klar erkennbar. Das Fahrzeug hat mehr Assistenzsysteme, ja. Aber das Besondere ist, dass es wirklich sehr intuitiv und einfach für den Kunden bzw. dann für Sie dann auch umgesetzt ist und Sie es gleich erkennen können, wie das Ganze sich im Straßenverkehr verhält. Sie sehen die Fahrzeuge, die um Sie herum unterwegs sind oder natürlich genauso dann auch Ihr eigenes Fahrzeug. Ja. So, noch was Interessantes. Sie haben hier ein Lenkrad, das kapazitative Tasten hat. Sie haben also die Möglichkeit hier über so einen Switcher das Ganze dann auch nach links und rechts zu sliden. Sie bekommen eine direkte Rückmeldung, ein leichtes Vibrieren, was sehr interessant ist. Ist sehr, sehr, sehr intuitiv umgesetzt. Und genau, das erstmal so zu der Grundtechnik hier. Das 10-Zoll-Display, das habe ich eben schon erwähnt, das ist in jedem ID3 so verbaut. Und natürlich auch das IID hier nochmal, was ich eben schon erwähnt hatte, was dann im Zusammenspiel mit dem IADAP natürlich dann eine volle Wirkung erzielt. So, vielleicht nochmal zwei, drei Hinweise zum Interieuraufbau. Die schwebende Mittelkonsole, hat man eben in der Präsentation schon gehört. Hier wird auch das Smartphone eingelegt, ne, wo das dementsprechend dann auch gleich erkannt wird und geladen wird.
wo sie dann auch die Möglichkeit haben, ihre, wo dann auch ihre User-ID erkannt wird, ihre Volkswagen-User-ID. Die USBs sind hier verortet, zwei hier vorne. Und natürlich auch die Armlehnen, die direkt am Sitz ausgeführt sind für maximale Ergonomie. Und dementsprechend, wie ich schon gesagt hatte, alles sehr, sehr puristisch gehalten. So, damit wäre ich erstmal mit meiner Präsentation am Ende. Für Fragen bin ich jetzt noch zur Verfügung, aber ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.